Wir sind heute vom Campus TV der Uni Bremen im Bremer Bürgerpark und zwar im Tiergehege. Der hat eine lange Historie in Bremen und der wollen wir heute schon mal auf den Grund gehen. Ja, wir freuen uns, dass wir überhaupt erstmal heute hier filmen dürfen und vielleicht können Sie uns erstmal was über sich selber erzählen, wer Sie sind und seit wann Sie hier arbeiten. Ja, also ich bin Christian Panost, ich arbeite hier seit 2003 und ich habe Landwirt gelernt, also das ist mein Beruf eigentlich und das war damals ein bisschen Zufall, dass wir hier gelandet sind. Und was würden Sie sagen, macht Ihren Beruf hier so besonders im Gegensatz zu anderen Landwirten? Was Besonderes ist hier sicherlich, dass dieser Ort vielen Leuten sehr wichtig ist. Und dass es dann halt auch wichtig ist, dass jemand sich um die Tiere kümmert und dass es den Tieren gut geht und dass es hier irgendwie halbwegs gepflegt ist. Und wenn ich merke, dass die Leute hier gerne hingehen, dann weiß ich, dass das wichtig ist und das ist das Besondere an der Arbeit. Ja. Und können Sie so ein bisschen was zur Historie sagen? Weil wir haben im Internet gelesen, dass es den Bürgerpark und das Tiergehege im Bürgerpark schon sehr lange gibt, dass das eine total tolle Historie hat und vielleicht können Sie dazu mal was sagen. Ja, also das genaue Gründungsjahr habe ich jetzt nicht drauf. Ja. Das müsste ich selber nochmal nachgucken, aber es war auf jeden Fall im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts. Der Park, den Park gab es schon ein paar Jahrzehnte und dann wurde beschlossen, dass hier ein Tiergehege eingerichtet wird. Das war aber nicht ganz genau jetzt, wo wir hier sind, sondern in der Nähe. Und dann gab es vor allen Dingen am Anfang eher so Hirscharten. Wir haben mit Rentieren angefangen, das hat nicht funktioniert. Mhm. Dann hat man andere Hirscharten genommen. Hier an dieser Stelle ist es seit 1903. Es war erst nur ein Stall. Mhm. Und nach dem Krieg wurde dann dieses Haus gebaut, was hier noch steht. Das hat die Sparkasse Bremen damals bezahlt oder gespendet. Und die Anlage ist dann auch so entstanden, so mehr oder weniger, wie sie jetzt auch ist. Ja, wir sind jetzt bei den Ponys angelangt und wir haben im Internet gesehen, dass sie auch mal Elefanten und exotische Tiere hatten. Wieso gibt es das heutzutage nicht mehr? Also die Elefanten waren streng genommen nicht hier, sondern das war noch eine andere Einrichtung. Es gab hier aber Zebras, Känguru, Dromedar, 60er, 70er Jahre. Das ist nicht mehr so, weil natürlich die Anforderungen an die Tierhaltung sich geändert haben. Die Anlage, so wie sie jetzt ist, ist nach heutigem Stand für solche Tiere nicht geeignet. Damals war es dann eher so, da bringt der Bremer Reeder mal aus Afrika 3 Zebras mit und schenkt die in den Bürgerpark. Und dann mussten die halt sehen, was sie damit machen. Also die Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Und exotische Tiere sind hier schon seit den 90er Jahren nicht mehr. Also auch schon bevor ich gekommen bin. Und dann gab es diesen Prozess zu sagen, okay, wir haben mehr, vor allem Haustiere, wir haben jetzt fast keine Wildtiere mehr, außer Dammwild und Mufflons. Und alles andere sind Haustiere. Das ist halt deutlich einfacher, die zu halten, haben weniger Ansprüche an die Haltung. Ja, und ich hatte auch gesehen im Meerschweinchengehege, dass da ein Schild stand, bitte setzen Sie Ihre Meerschweinchen nicht hier bei uns ab. Ist das schon öfters vorgekommen? Also in den letzten Jahren nicht mehr. Mhm. Früher war es ein bisschen öfter. Also das war das, auch in meiner Anfangszeit habe ich da mehrmals Tiere gefunden, die ausgesetzt worden sind, auch Kaninchen oder sowas. Es kommt noch vor, dieses Jahr hat jemand Hühner ausgesetzt. Mhm. Eins ist auch noch da. Die haben das, also zwei, eins wurde leider in der Nacht, wo es ausgesetzt wurde, von irgendwie vom Marder gekauft. Oh. Habe ich nur die Überreste gefunden. Und das zweite hat sich hier so ein bisschen integriert in die Gruppe. Das ist zwar deutlich größer als unsere Hühner, aber irgendwie läuft es damit. Hat jetzt ein schönes Leben bei euch? Ja, ich denke schon, ja. Aber eigentlich soll das natürlich so nicht sein. Ja, also die Alpakas, die sind natürlich eine ziemlich coole Attraktion, auch für Familien hier im Bürgerpark. Oh, da kommt schon einer vorbei. Und können Sie uns da ein bisschen was zu erzählen? Seit wann haben Sie die Alpakas hier? Also Alpakas gibt es hier seit 2004. Mhm. Wobei die Tiere, die damals gekommen sind, jetzt nicht mehr am Leben sind. Ne, und die wir jetzt haben, also Coffee, zum Beispiel die Mutter Theo ist im August geboren und die Mutter Coffee da hinten, mhm. Die haben wir gekauft dieses Frühjahr. Okay. Und die anderen sind aber schon länger da. Also hier Rosalie und Bianca. Bianca ist hier geboren und Rosalie müsst du jetzt, wie lange bist du da? Ich glaube 9 bis 10 Jahre ist sie schon da. Ja. Und Sie haben gerade gesagt, die gehen gleich spazieren. Ist das sowas, was die jeden Tag machen oder? Ja,
also montags bis freitags, das sind ehrenamtliche Mitarbeiter, die gehen jeden Tag mit denen hier raus und machen eine Runde, dass die Alpakas auch mal ein bisschen Abwechslung haben. Die fressen dann Gras und haben andere Eindrücke und sowas. Und, ja. Die Esel und die Ponys machen das auch. Und wie kann man sich als ehrenamtlicher Mitarbeiter bei Ihnen bewerben? Am besten gar nicht, weil also es ist so, dass es ein bisschen überlaufen, okay. Muss ich echt sagen. Also und die Gruppen organisieren sich auch größtenteils selber. Das heißt, wenn da jemand fehlt oder ausfällt oder länger ausfristig ausfällt, dann haben die meistens schon selber. Okay, also viele Leute wollen mit den Alpakas spazieren gehen. Ja. Weil wir haben auch gelesen, dass sie sich auch durch Spenden finanzieren. Also das Tiergehege hat streng genommen keinen eigenen Etat, sondern der Bürgerpark finanziert das Tiergehege. Das sind alle Kosten, die hier anfallen, finanziert der Bürgerpark aus dem großen Bürgerparktopf. Und der Bürgerpark muss natürlich jedes Jahr Einnahmen generieren, um den ganzen Park zu bewirtschaften. Und ein großer Teil davon sind Spenden, ja. Okay, und da kann auch jeder Bürger aus Bremen ein bisschen mal was zu beitragen oder würden Sie sich das wünschen? Auf jeden Fall. Also das sollte auch jeder Bürger aus Bremen. Der Bürgerpark ist etwas sehr Besonderes. Mhm. Es ist einmalig in Deutschland, so wie das hier organisiert ist, dass ein so großer Park privat bewirtschaftet wird durch einen Verein. Und der ist von Spenden abhängig, ja. Ja, also Leute, wir müssen spenden. Ja, würden Sie sich noch irgendwas wünschen für das Tiergehege oder freuen Sie sich schon auf irgendwas, was demnächst mal ansteht? Also was ansteht, ist, dass wir eine neue Sau, Benthamer Sau, brauchen, weil die Sau, die ferkeln soll, das klappt nicht. Das hat es dieses Jahr nicht. Wir hatten dieses Jahr keine Ferkel und das soll im nächsten Jahr wieder anders sein. Das steht auf jeden Fall an und an Wünschen tue ich mir, ja, was wünsche ich mir? Dass die Leute nach wie vor hier gerne hinkommen und dass sie das Tiergehege gut finden. Und dann weiß ich auch, dass wir die Arbeit gut gemacht haben. Ja, ich glaube, das werden die Leute auf jeden Fall tun.